ist schon ein sehr schöner Mensch. Auch so figürlich und von der Ausstrahlung her. Weißt du, ihre Form und ihre Gestalt, die erinnern mich fast an einen Engel, ja? Au! Oh! Sag mal, spinnst du? Du Hage? Hm? Ich glaub, da war was. Was? Lange Haare sind was sehr Schönes, habe ich festgestellt. Auch ein Bart ist sehr, sehr schön. Ich persönlich trage das alles nicht. Ich habe keine langen Haare. Ich habe auch keinen Bartwuchs. Ich habe auch keine Brusthaare. Ich weiß nicht, von wem ich das abbekommen habe, dass ich jetzt keinen Bartwuchs habe. Aber man muss mit Sachen im Leben klarkommen. Ne? Ich werde jetzt bald 30. Das ist wirklich krass. Ich werde bald 30. Aber naja. Und habe immer noch keinen Bartwuchs. Deswegen spiele ich eigentlich so eine Rolle. Die Figur des Christel ist für mich von vornherein gewesen ein weltoffenes, fröhliches, positives Wesen, also ein göttliches Wesen in Menschengestalt, das mit wachen Augen über die Erde wandert und sich ein bisschen so benimmt wie ein Sohn aus gutem Haus. Und da hatten wir großes Glück, dass sich Matthias Schweighöfer relativ sofort für diese Rolle begeistern konnte, weil er so viele von diesen Eigenschaften schon von vornherein mitbringt. So, da liegt der Radl. Also scheiden Hase und Reh als Unfallgegner aus. Hage? Hage? Hallo? Oh weh, sie schaut nicht mehr gut aus. Wir müssen ihr helfen. Wir haben keinen Erste-Hilfe-Kasten. Ohne Erste-Hilfe-Kasten darf man keine Erste-Hilfe leisten. Das ist so. Mona ist ein tschechisches Go-Go-Girl. Mona kann sehr gut singen und tanzen und hat dabei viel Freude. Ich finde, sie ist ein sehr lebensfroher, lebendiger. Ja, klar ist sie obwohl sie ist nicht immer unbedingt lebendig, aber ein sehr sprudelnder, energievoller Mensch. Scheiße, halt fest! Oh, mein lieber Scholli, das hat aber ordentlich gerumst hier, wa? Ja, das war ein ganz normaler Unfall. Oh, und die Frau muss um das Auto? Da haben sie aber zwei schöne Kavaliere ausgesucht. Das ist schon okay. Das ist schon okay. Also, sie ist gelernte Mechanikerin. Oh. Ja. So, Mona, wie schaut's aus? Oh, die Ölwanne ist kaputt. Oh. Ah, die Ölwanne ist kaputt. Das war nichts über Ölwannen. Ich hab mal einen Franzosen gehabt. Da hätten die mir eigentlich 5 extra Ölwannen noch mit dazugeben sollen. Renault, 5. Verstehen Sie? Nein. 5er Renault. Hab ich mir ausgedacht, 5 Öl war. Hau jetzt einfach ab, du Arschloch. Hm? Das heißt abhauen. Wieso, warum? Ja, schleich die Abmarsch. Entschuldigung, man muss ja noch mal helfen dürfen. Du bist immer so unhöflich zu den Menschen. Ja, aber dafür bring ich's nicht um. Ich bin der Pfarrer, ich bin der eigentlich so wie ein Universum für sich. Ich bin ein Mensch, der sich nicht viel kümmern muss um das, was er sich erlauben darf und auch nicht viel kümmern muss, was er sagen soll oder was er nicht sagen soll. Er steht eher für sich. Mir hat diese Rolle interessiert und mir schien die sehr normal zu sein. Also dieser Pfarrer zeichnet sich ja dadurch aus, dass er sehr normal ist und sich normal bewegt, normal spricht und nicht ins übliche Pfarrer-Klischee fällt, wie entweder verrückt und alt und dick oder pederastisch. Also das hat mich gereizt, dieses Normale. Wenn rundherum ohnehin Verrücktheiten abgehen, ja, wie dieses Musical oder was auch immer, dann finde ich das Normale interessant. Seit 2000 Jahren lebt der Heilige Geist auf der Erde als Stellvertreter Christi
stets bemüht, seiner göttlichen Aufgabe gerecht zu werden. Es ist natürlich im Lenkdrachenbereich eine Sensation. Doch die ruhigen Tage des Heiligen Geistes sind gezählt, als plötzlich Gottes Sohn vor der Tür steht. Hey! Was machst denn du eigentlich da? Dreifaltig im Kino. Wir drei gehören zusammen, wir sind die Dreifaltigkeit. Das müsste ich jetzt direkt googeln.